Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich habe ganz viele Anfragen bekommen, was man in einer Waffenverbotszone darf und was nicht. Und eigentlich wollte ich dazu überhaupt kein Video machen, weil es unterschiedliche Waffenverbotszonen gibt. Mir sind drei unterschiedliche bekannt. Erstens die nach 42 Absatz 5 erlassen werden. Das ist zum Beispiel die Hamburger Reeperbahn. Und dann die nach Paragraph 42 Absatz 6 erlassen werden. Und das sind jetzt die meisten. Das ist auch Stuttgart, was ich euch gezeigt habe im letzten Video. Das ist auch nach Paragraph 6 erlassen worden. Dann gibt es aber eine dritte Art der Waffenverbotszone. Und das sind die temporären, die die Bundespolizei erlässt an Bahnhöfen. Und die erlässt aber keine Verordnungen, sondern Allgemeinverfügungen, die mit Zwangsgeld sanktioniert werden. Mega kompliziert. Genau aus dem Grund wollte ich das nicht machen. Ich werde es trotzdem machen, weil eben so viele Fragen dazu gekommen sind. Und ihr müsst einfach nur eins im Hinterkopf behalten. Ihr dürft euch auf keinen Fall auf das verlassen, was ich sage, sondern ihr müsst die Verordnung von eurer Stadt nehmen. Und da müsst ihr drin lesen. Und ich habe hier nur Stuttgart, weil ich kann ja nicht alles ausdrucken und auf alles eingehen. Dann wäre das eine Videoreihe, die 6 Stunden gehen würde. Und niemand würde mehr durchblicken. Die Verordnung von Stuttgart ist auf § 42 Absatz 6 erlassen worden. Das, was jetzt allgemein üblich ist, was jetzt am meisten passiert. Und da ist das übernommen worden, der Rahmen, den der Paragraph 42 Absatz 6 vorgibt. Das ist das Verbot zum Führen von aller Art von Waffen, alles, was eine Waffe im Sinne des Paragraphen 1 ist, und zusätzlich Messer mit feststehender oder feststellbarer Klinge über 4 cm. Also, was war bisher erlaubt? Was durfte man bisher führen ohne Erlaubnis? Ein Reizstoffsprühgerät mit Zulassungszeichen. Das ist eine Waffe, die man führen dürfte. Man darf sie führen, in der Waffenverbotszone nicht. Ein Elektroimpulsgerät mit Zulassungszeichen darf man führen, in der Waffenverbotszone nicht. Eine Armbrust. Darf man führen in der Waffenverbotszone nicht. Ein feststehendes Messer, ein Gebrauchsmesser, was keine Hieb- und Stoßwaffe darstellt, Klingenlänge unter 12 cm, das ist dem 42a nicht unterliegt, darf man führen, außer in der Waffenverbotszone. Und diese drei Messer sind zweihändig öffnbar, aber feststellbar. Das ist ein altes Victorinox. Das hat hier eine Sperre. Und es rastet ein. Muss die Sperre erst lösen zum wieder einklappen. Das ist mit feststellbar gemeint. Auch das ist feststellbar. Das ist kein Sprengmesser. Hier ist die Verriegelung dafür. Was bleibt, ist das, was ihr hier seht. Das ist in dieser Verordnung nicht ausgenommen. Ein Tierabwehrspray ist keine Waffe. Es ist kein Messer über 4 cm Klingenlänge, also darf man es weiterhin führen in der Waffenverbotszone. Dasselbe gilt für Tierabwehrgeräte wie die JPX Pfefferpistole oder diese Messer. Feststehend unter 4 cm. Oder hier ein Zweihandmesser. Nicht feststellbar. Auch das Langjoll ist nicht feststellbar. Kann man einfach wieder einklappen, ohne eine Verriegelung zu lösen. Genau, das ist das, was übrig bleibt. Es bleiben auch gefährliche Gegenstände übrig, was viele denken. Man kann mit einem Baseballschläger oder einem Klappspaten
darf man weiterhin dort rumrennen. Ist nicht verboten und nicht sanktioniert nach der Waffenverbotszonenverordnung. Genau, und eben alles, was bisher führbare Waffen waren, die sind verboten, die feststehenden und die feststellbaren über 4 cm. Ich hoffe, das war hilfreich. Und ich wünsche euch nur das Beste. Macht's gut. Ciao.